Hallo ihr Lieben, ihr wünscht euch einen stilvollen und unaufdringlichen Look. Ihr habt es sehr, sehr eilig, so wie ich jetzt gerade. Ich habe wirklich sehr wenig Zeit jetzt. Und du willst Schritt für Schritt alles aus deinem Face holen. Dann habe ich genau das richtige Tutorial. Ich hoffe, dass ihr auch Puder zu Hause habt. Das habe ich auch schon mal vorbereitet. Also wisst ihr, wie das geht, ne? So überall im Gesicht, wie ihr das so braucht. Und dann empfehle ich euch noch eine Lidschattenbase. Warum ist die wichtig? Ja, ihr wollt ja natürlich, dass es dezent wirkt und die Farben und die Pigmente müssen ja auch irgendwie halten. Einen Concealerstift verwendet, wozu ist der da? Ja, ihr habt Unreinheiten oder Pickel oder Narben oder schwere Verletzungen, dann könnt ihr hier, dann nehmen wir mal so drauf, guck mal das schön, ja, passt auf. Überall, wo ihr denkt, oh ja doch. Und verreibt ihr das schön, weil das soll ja auch einziehen und dann die ganzen Pickel. Das ist jetzt aus der Blue Recolor Edition von Dior. Und dann nehmt ihr einen Pinsel. Ich weiß nicht, ihr könnt jetzt auch einen Aquarellpinsel nehmen. Dann geht ihr hier in das Hellblaue. Und macht es euch auf das bewegliche Lid. Seht ihr das? Das bewegliche Lid, was man so bewegen kann. Ich bin schon viel zu spät dran. Ihr wisst ja, Termindruck. Also wenn ihr ein bisschen kleckert, dann könnt ihr mit dem Wattepad das natürlich wegmachen, das Überschüssige. So, jetzt nehmt ihr das Dunkelblaue, das hier, und geht damit so schön in den Rand hier rein und in die Kuhle. Und dann macht ihr hier so eine Banane und einen Bogen. Aber wie gesagt, ihr müsst sehr vorsichtig sein mit der Farbe, weil wir wollen ja einen ganz dezenten Alltagslook kreieren. So. Also es soll zwar schon auffallen, aber ihr wollt ja auch noch diskret wirken, nicht wahr? Also stellt euch vor, ihr habt jetzt ein Date oder ihr wollt zur Arbeit oder ihr habt irgendeinen wichtigen Termin im Supermarkt. So, ganz, ganz wichtig. Euer Auge besteht auch aus einem unteren Teil. Bitte macht das auch farbig. Es sieht so scheiße aus, wenn ihr das vergesst. Also bitte auch hier unten, hier unter dem Auge, schön vorsichtig und dezent. Weißt du, es gibt nichts Schlimmeres als ein nackiges Auge unten. Das sieht so furchtbar aus. Boah. Aber wir machen das gleich von außen, richtig? Und unsere Augenbrauen. Braun. Ich liebe Braun. Das ist so irre toll. So, jetzt passt auf, ihr müsst ganz, ganz vorsichtig sein. Bitte nur ganz leicht auftreten. Drücken, damit ihr dann, also ihr müsst dann immer so rumditschen und dann geht ihr dann auch, ihr müsst dann hier den Bogen so rum und dann geht ihr so ein bisschen runter. Ne? So ungefähr. Seht ihr das? Und dann macht ihr das natürlich auch mit dem anderen Augenbrauen und seid auch ganz vorsichtig, dass ihr jetzt auch nicht drüber malt. Sieht ganz furchtbar aus, wenn man über seine normalen, natürlich wachsenden Augenbrauen fällt. Also ich wirklich sage euch, das sieht so furchtbar aus. So, hier vorne. Also ihr müsst auch immer gucken, wo beginnt euer Auge. Da beginnt dann auch eure Augenbrauen. Da, seht ihr das? Da, wo der Stift die Mitte eures Auges trifft. Da macht ihr euch so eine Markierung, damit ihr euch das dann auch merken könnt. Auf der anderen Seite macht ihr das genauso. So, und dort macht ihr noch so einen extra Bogen. Das hebt euren Schwung hervor. Und dann kommen wir als nächstes zum Rouge. Ihr könnt einmal das hier nehmen. Oder mein ganz persönlicher Favorit. Fällt kaum auf. Das ist so dezent. Seht ihr das? Ja? Die Pigmente, oh, sie sehen so toll aus. Dann macht ihr das einmal hier so drauf. Einmal hier so drauf. Und dann verreibt ihr das schön. Schön vorsichtig nur an dem Wangenknochen hier oben, weil sonst sieht das einfach zu übertrieben aus und ihr wollt ja nicht aus wie Barbie-Puppe. Wir wollen ja auch ein bisschen seriös wirken.
So, oh, das war ein ganz klein wenig zu viel. Seht ihr das? Klappt hervorragend. Die Lippen. Ganz wichtig bei den Lippen. Ihr müsst auf Pflege achten. Bitte macht euch vorher irgendeinen fettigen Stift drauf. Zur Not geht auch Butter. Ich habe mich mal hier ein Kalendula. Seht ihr das? Gebt ihr euch eine schöne Farbe. Am besten, was zu eurem Rouge passt. Da ich jetzt auch rotes Rouge habe, nehme ich auch einen roten. Ja, ist fast wieder. Naja, das fällt dann bestimmt nur ganz wenigen Leuten auf. Wenn ihr ein Problem mit schmalen Lippen habt, dann macht jetzt einen ganz einfachen Trick. Ihr malt dann ganz wenig über eure Lippen hinaus. Und die werden so schön füllig wirken. Das ist fantastisch. Seht ihr das? Ja? So. Und natürlich auch hier unten. Also ihr könnt dann ruhig ein bisschen mutig sein. Ihr müsst keine Angst haben. So. Also. Wer euch da nicht mehr küssen möchte, ich weiß auch nicht. Zum Schluss trage ich dann immer noch so, damit es schön glitzert. Aber ganz, ganz wenig nur. Seht ihr das? Das sieht so toll aus. Und verleiht euren Lippen nochmal so einen kleinen schimmernden Touch. Vor allem, wenn die Sonne scheint. Das sieht so toll aus. Ja, gut. Was ist Kara? Ihr fällt alles um. So, passt auf. Was macht denn hier? Und hier unten natürlich. Und ihr habt hier unten auch Wimpern, ne? So. Sieht man das? Ich hoffe, ihr könnt das jetzt erkennen hier. Diese kleinen Wimpern, die dürft ihr nicht vergessen. Und wenn euch mal die Wimpern verkleben, dann könnt ihr einen ganz einfachen Trick anwenden, und zwar nehmt ihr euch hier das Wattestäbchen und dann guckt ihr mal so, ob ihr das nicht irgendwie wegkriegt. Also diese kleinen, mistigen, kleinen Bröckchen. So, ja. Ich denke, so geht das. So, ich muss jetzt auf die... Oh mein Gott, ist das spät. So, ihr Lieben. Ich denke, ich habe wunderschön gezeigt, wie ihr einfach und effektiv, super charmant und dezent den Alltag treten könnt. Ich habe euch ja gesagt, ich habe einen Termin. Und natürlich will man dafür gut aussehen. Ich muss jetzt auch los. Oh mein Gott. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid bei meinem nächsten Tutorial mit dabei. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut!